Bayern GT4 und ein Porsche 907 GT3. Auf geht's, Scheibenwischer sind eingeschaltet, das heißt, es scheint etwas mehr zu regnen und keinen optimalen Start scheint Hans-Jochen Sadler zu haben. Frühzeitig gehen dort die Grenzlichter an, auf dem Weg in Richtung Kastenrohr. Der Gegend gerade, da sehen wir definitiv schon mal eines, nämlich Gischt aufsteigen. Da scheint es richtig nass zu sein, im Gegensatz zu hier Start und Ziel. Sind ja gut und gerne, keine Ahnung, 30, 40 Höhenmeter, könnt ihr was ausmachen. Da ist es auf jeden Fall wirklich nass und die Fahrzeuge verschwinden nahezu dort in dieser Gischt. Auf der nächsten Gerade von der Remus-Kurve hin zur Rauchkurve, da sieht es wieder anders aus. Da ist es nicht ganz so nass auf der Strecke, aber die Piloten mit viel, viel Vorsicht unterwegs. In der führenden Position ist es Oliver Engelhardt vor Hans-Joachim Sadler. Tja, dann kommt einer dieser orange-roten Porsche. Das könnte jetzt Hugo Duss sein, das könnte jetzt Norbert Kraft sein, das könnte aber auch Olaf Schulte sein. Und alle sind sie in dieser Farbe unterwegs. Startnummer war nicht zu erkennen. Und Joachim Geier müsste dann in der vierten Position folgen. Naja, viel, viel Vorsicht ist dort geboten in der Anfangsphase. Deswegen gleich die genaue Reihenfolge, wenn die Piloten das erste Mal hier bei Start und Ziel vorbeikommen. Eins ist klar, der Porsche vom Porsche-Zentrum Mannheim Schütz Motorsport sollte mit der Startnummer 28 in Führung liegen. Das wäre dann der Oliver.